die Flugplätze waren einfach verwiesen mit einem runden Kreis. Und somit konnte man immer gegen den Staaten und landen. Ich sage, jeder Flug war damals auch ein Abenteuer. Es gab keine Flugschulen, es gab sehr wenige Doppelsitzer. Es wurde am Boden erklärt, wie so ein Flugzeug geflogen ist, und dann setz dich mal rein und flieg. Rumpelstolz. Ganz genau. Es gibt übrigens Flugzeuge, von denen man heute sagt, dass sie äußerst schwierig zu peilen. Zum Fliegen war.